Es geht um Touchpoints. Also wie bekomme ich mit dem User in Verbindung und wie letztendlich schaffe ich die Verbindung besser, näher und wie bekomme ich vielleicht auch mehr Daten, aber wie komme ich an den User ran? Das ist das, was ich ein bisschen erzählen will. Vorher ganz paar Worte zu uns. Was wir machen, ist, wir machen auf der einen Seite für große Firmen Themen wie HMI, wir materialisieren das, wir bauen das. Wir helfen kleinen Unternehmen, Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Und wir arbeiten für Startups und helfen denen, die Produkte zu realisieren, weil die häufig mit einer guten Idee kommen, aber dann eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht. Alles, was wir machen, spielt sich in einem Dreieck ab zwischen Business, Tech, User. Das heißt, wir verstehen die Seiten, wir sind imstande, die Seiten zu erkennen. Wir haben dafür Techniken, alles, was im UX-Design üblich ist, und machen das mit einem Team, was 40 Leute sind, an vier verschiedenen Standpunkten. Ganz wichtig ist ein Standpunkt in Standort in Asien. Geht es einmal darum, zu sehen, was passiert, also Trends zu erkennen, aber auch tatsächlich ganz konkret zu produzieren und umzusetzen. Und sonst haben wir in Europa 3 Standorte, sind 40 Leute. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir glauben, dass Objekte heute vielfach Smartphones sind. Das ist ein Projekt, was wir vor fast 10 Jahren gemacht haben. Da ging es darum, überhaupt erstmal ein Touchscreen an Menschen ranzubringen. Das war damals ganz schwierig. Und das, was wir heute haben, jeder hat ein Smartphone. Ich glaube, die Penetration ist fast 90%. Die sehen eigentlich alle gleich aus. Und am Ende ist der Anbieter, der ist in der App. Das heißt, es gibt gar kein Produkt mehr, sondern es gibt eine App und wenn man Pech hat, ist die App so weit hinten, man hat sie einmal runtergeladen und eigentlich passiert nichts mehr. Oder das Smartphone wird zu so einer Art Multitool, was eigentlich den Job gar nicht mehr richtig erfüllt. Wir glauben, dass das Objekt am Ende das ist, was ganz dicht am User ist. Wir müssen es nur entsprechend gestalten und in die heutige Zeit transportieren. Smartphones können das nicht, weil im Grunde genommen weiß man immer gar nicht mehr, was es ist und wie es ist. Aber Smartphones bilden einen wichtigen Teil in diesem Netzwerk. Objekt ist auch was, womit ich mich selbst präsentiere, womit ich mich selbst ausdrücke, meine Zugehörigkeit zeige und wo ich im Grunde genommen ein Stück weit meine Identität mit gestalte. Auch das wird mit dem Smartphone schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ich kann vielleicht eine Handyschale machen oder so, aber das ist im Grunde genommen nicht das, worum es geht. Ich zeige 3 Cases, die wir gemacht haben. Der erste Case ist für Honeywell, die, wie soll ich sagen, das Problem haben, dass sie 50.000 Sensoren haben, die keiner kennt, die liegen in Schubladen und am Ende ging es darum, wie kann ich das erfahrbar machen? Was wir gemacht haben, wir haben uns ein paar von den Sensoren rausgesucht, auch das bringt noch nichts und kein Mensch kann was damit anfangen und haben im Grunde genommen angefangen, die Sensoren erlebbar zu machen. Das passiert üblicherweise mit viel Testen, viel Rumprobieren und bis hin man ein Konzept hat, das dann sogar auf die Marketingstrategie ausgeweitet wurde, weil es ging um eine Kugel, die im Grunde genommen die Sensoren erfahrbar macht. Ich gehe da mal durch. Einen kleinen Film zu dem, was daraus geworden ist. Also die Kugel letztendlich als erfahrbarer Sensor. Oh, geh mal hier rein. Was hier eigentlich spannend ist, man kann im Grunde genommen sehen, wie die Menschen irgendwie angezogen werden, irgendwie Spaß dran haben am Rumspielen und das ist im Grunde genommen das, was auf einer Messe zählt. Ich muss irgendwie die Leute anziehen, ich muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. Dann gab es noch ein kleines Spiel dazu, das heißt, man konnte diese Objekte wirklich erfahren und konnte damit die Sensoren erfahren. Müssen wir mal kurz.
Am Ende, was natürlich für den Kunden zählt, ist, was eigentlich mein Mehrwert. Es gab eine Zahl, die er uns genannt hat, was kostet mich ein Lead, ein wirklich vernünftiger Lead. Und am Ende haben wir, also wirklich reinen Zahlen im Grunde genommen, es geschafft, die Kosten für einen Touchpoint, einen Kundenkontakt zu reduzieren. Ich glaube, es gab noch ganz viel mehr drumherum, weil das war natürlich ein riesen Image-Thema und so weiter, aber das war im Grunde genommen das, was wirklich als Wert rauskam. Zweites Thema ist, da geht es um Fahrräder. Das ist ein Thema, was wir behandeln in Holland. Das ist ein Riesenproblem. Fahrräder werden geklaut. Okay. Das ist interessant. Nur mal so, es gibt das Thema einmal Anzahl der Fahrräder, es gibt Fahrraddiebstähle und das, was es auch gibt, das ist in Deutschland nicht so üblich, ist, dass Fahrräder entfernt werden, weil sie einfach herrenlos rumstehen und man das Problem hat, den Nutzer eigentlich ausfindig zu machen. Dann gibt es das Thema, mein Fahrrad ist gestohlen, es gibt das Thema, ich habe mein Fahrrad vergessen, ich weiß nicht, wo es ist. Und am Ende in Holland führt es dazu, dass ich ein Ticket bekomme, beziehungsweise ich bekomme kein Ticket, weil ja keiner weiß, wem das Fahrrad gehört, aber mein Fahrrad wird entfernt. Das erzeugt Kosten, ziemlich hohe Kosten, und da wird rein investiert, um am Ende das Thema zu verhindern, um zu gucken, okay, wie gehe ich mit dieser Flut von Fahrrädern um? Und wir haben dazu ein Device entwickelt, was am Fahrrad montiert wird, was auf der einen Seite so Anti-Theft ist, was mein Fahrrad trackbar macht und wo ich im Grunde genommen feststellen kann, wenn sich jemand an meinem Fahrrad vergeht. Es gibt eine App dazu. Funktionieren tut das im Grunde genommen über LoRa, über ein 2G-Network. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eine relativ weite Distanz. Ich habe mein Handy, habe eine App da drauf und das Ganze wird in der Cloud verarbeitet. Es gibt einen sehr simplen Onboarding-Prozess. Ich lese einen Barcode ein, der auf dem Gerät drauf ist. Der Barcode kann auch vom Dritten zur Identifizierung genommen werden. Und am Ende ist das ein System, was eigentlich relativ simpel ist, aber was einen ganz schönen Mehrwert hat. Und da fängt es an, das Thema mit den Touchpoints wieder zu kommen. Ich kann es eigentlich koppeln mit zum Beispiel einer Fahrradversicherung. Das heißt, ich kann im Grunde genommen sagen, ich habe diesen Tracker, ich bekomme eine Fahrradversicherung. Meine Versicherung hat einen Kontakt mit mir, weil das ist genau das Thema, was wir vorgehört haben. Die Firmen haben die Schwierigkeiten, eine Versicherung hat die Schwierigkeiten, Kontakt zum User herzustellen. Die wissen eigentlich nichts von ihren Usern und suchen eigentlich nach Lösungen, wie komme ich in Kontakt. Und so könnte es ungefähr aussehen, so sieht das aus. Und auch hier eine Idee, was da an Wert hintersteckt oder wie man im Grunde genommen Wert generieren kann und wie man so ein System auch starten kann. Letzte Case, der geht ein bisschen tiefer, da geht es um Diabetes und den Umgang mit Diabetes. Auch hier gibt es wahnsinnig viele Apps, die im Grunde genommen nicht besonders angenommen werden, weil sie eigentlich auch verschwinden irgendwo im Smartphone. Das Thema behandelt ein Problem, was jeder Diabetiker Typ 1 hat. Er muss Reports machen über das, was er macht, über seinen Umgang mit Kohlenhydraten. Er muss sie spritzen, er muss viel rechnen. Am Ende gibt es, man kann das links sehen, ganz viele Geräte. Es gibt irgendwie Zettel und Sachen, das muss gerechnet werden. Und das Ganze kann man eigentlich sehr gut in eine App vereinen. Wir haben das Ganze anhand eines Use Cases gemacht. Wir haben gesagt, okay, was passiert, was sind die Probleme, die täglich auftauchen, wie geht das Ganze, und haben dann am Ende zwei Produkte gemacht. Das eine ist ein Case, was sozusagen an meinem Telefon dran ist, und das zweite ist eine Waage, die mit Bluetooth gekoppelt ist und die mir hilft, genau meinen Kohlenhydratwert, den ich in Insulin umsetzen muss, auszurechnen oder selbst für mich ausrechnet. Genau, das sind im Grunde genommen die Themen. Und das sind im Grunde genommen die Produktlösungen, die dazu entstehen. Auch hier zum Thema Technik, das Ganze ist ein Bluetooth-gesteuertes Produkt, was dann über das Handy sozusagen in die Cloud geht. Auch hier, was ist da ein Mehrwert? Einmal für den User ist es ganz klar, also er kann im Grunde genommen einfacher mit seiner Diabetes umgehen, hat weniger Geräte, die
rumfliegen. Und für eine Firma, die dahinter steht, die haben natürlich den Mehrwert, dass sie besser wissen, wie gehen ihre Nutzer mit den Produkten um, mit den Medikamenten und können im Grunde genommen darauf reagieren und können was Besseres machen daraus. Zum Fazit, wir glauben an das Objekt. Wir glauben, dass das Objekt supercharged sein wird. Das heißt, wir werden Objekte haben, die der Touchpoint sind. Am Anfang wird es ein Smartphone geben, was das befeuert, was es im Grunde genommen mit einer App unterstützt. Und das, was in der Cloud passiert, interessiert den User sehr wenig, weil der im Grunde genommen daran interessiert ist, das Produkt zu benutzen. Vielen Dank. Das war's. Wir haben noch ein bisschen Zeit, was uns in die luxuriöse Situation versetzt, dass wir eine kleine Fragestunde machen können. Fragen von euch? Keine Scheu. Aber der Vortrag war so gut, dass ihr keine Fragen habt. Ja, wahrscheinlich schnell. Ja, schnell ist immer gut. Entsteht mal eine Frage. Siehst du die technischen Grundlagen, die man momentan noch für die IoT-Entwicklung braucht? Glaubst du, dass wir da noch einfacher werden müssen, um einfach auch noch mehr Creators quasi in diese Ecke reinzubringen? Weil Arduino und Raspberry Pi natürlich auch so Sachen, wo ich ein bisschen... Also absolut. Und da passiert auch ganz viel. Also im Grunde genommen, was jetzt gerade entsteht, ist im Grunde genommen verschiedene so Networks. Also im Grunde genommen, man kann zu Konrad gehen und sich sein IoT irgendwas kaufen. Aber im Grunde genommen wird es auch, wie es einen Telekom-Anbieter gibt, einen IoT-Anbieter geben. Das heißt, ich kann meine App oder mein Device im Grunde genommen in diese Infrastruktur einbinden. Ohne Probleme, weil ich... Natürlich kann man sagen, man würde vielleicht gerne die Cloud besitzen, aber ich kann die Cloud einfach nutzen von einer dritten, am Ende von einem Telekom-Provider, der das anbietet. Okay. Hast du hier selbst bei euch eine Menge Arduino-Entwickler, die solche Sachen machen, oder auf welche Technik-Plattformen setzt ihr? Also Arduino, wir haben im Grunde genommen auf der einen Seite Arduino, aber es gibt eben auch eigene Plattformen, wo man sagt, das ist ein Produkt, was wir sozusagen smart machen mit Bluetooth, weil die Produkte häufig eben über das hinausgehen, was so ein einfaches Arduino-Board bietet. Wir haben zum Beispiel so ein EMS-Produkt gemacht, wo das Produkt an sich schon sehr komplex ist, aber die Anbindung per Bluetooth ist eigentlich eine ganz, ist, will ich sagen, Standard, aber ist ein Modul, was wir wiederverwenden.